Jawohl! Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Planet Coaster habe ich mir jetzt mal zugelegt. Ich habe mir diese, oh Gott, wie hieße, irgendwie eine, ich weiß gar nicht, was für eine Edition das war. Auf jeden Fall, normalerweise erscheint dieses Spiel ja zum 17. November hin, wird es released, die Beta-Version. Aber ich habe mir mit so einem, ich glaube irgendwie Thriller-Pack oder wie das hieß, keine Ahnung, das habe ich jetzt schon vergessen. Für 7 Euro mehr habe ich mir dieses Paket geholt und dann habe ich jetzt schon Zugriff drauf. Am 11. November habe ich mir das jetzt geholt und runtergeladen erstmal. Und jetzt möchte ich gemeinsam mit euch Planet Coaster anzocken, weil da habe ich schon ein paar Trailer gesehen und das hat mich schon ziemlich angemacht. Ich wollte eigentlich schon immer mal so einen Achterbahn- oder so einen Park-Simulator spielen. Früher habe ich vor allem immer sehr, sehr gerne den Zoo Tycoon gespielt, aber der ist ja mittlerweile auch ja einfach mal veraltet, wenn man das so sagen darf. Wäre auch cool, wenn es da mal wieder was Neues gibt. Aber jetzt zu Planet Coaster. Es gibt auch Roller Coaster Tycoon, Zungenbrecher. Wollte ich auch immer anspielen, bin ich aber nie zu gekommen. Und jetzt habe ich gesehen hier Planet Coaster. Das macht für mich zum einen sehr guten Eindruck, was das Grafische angeht und auch, ja, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sims fast, ja, auch wenn man die Figuren hier sieht, das hat irgendwie ein bisschen was von Sims und mich hat dieses Spiel einfach angesprochen und da habe ich mir gedacht, ach komm, schlägst du mal zu und ja, vielleicht wird es ja ein ganz gutes Spiel. Mal gucken, ob wir ins Klo gegriffen haben oder ob wir hier wirklich einen Volltreffer gelernt haben mit diesem Spiel. So, ich habe das Spiel auch noch gar nicht angetestet, noch nicht gespielt, ich mache das jetzt alles blind mit euch hier, vollkommen blind. Ja, würsteln wir uns mal durch, würde ich sagen. Willkommen bei Planet Coaster. Du bist nur ein paar Schritte davon entfernt, die Welt von Planet Coaster zu erleben. Als erstes erstellen wir einen Avatar von dir, um deine erstaunlichen Kunstwerke in der Community von Planet Coaster zu repräsentieren. Du solltest jemanden erstellen, den deine Freunde wiedererkennen können. Alles klar, machen wir mal meinen Avatar erstellen. So, sie machen sogar fast die gleichen Geräusche wie bei Sims. Ah. Jetzt kannst du Teil der Welt von Planet Coaster werden. Steam-Freunde und andere Spieler von Planet Coaster können deinen Avatar sehen. Du kannst das Aussehen deines Avatars auch später verändern. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich möchte natürlich einen männlichen Avatar haben. Erwachsener Teenager. Ja, wir machen mal einen Erwachsenen. Schlank. Beleibt. Sieht ein beleibt aus. Naja, sie sieht jetzt nicht so fett aus irgendwie. Und wie sieht schlank aus? Naja gut, machen wir mal schlank. Schade, dass man ihn nicht irgendwie muskulös machen kann. So, Hautfarbe würde ich sagen, machen wir einen relativ hellen Typ. Ich bin jetzt auch nicht der braunste und hier gibt es nur ziemlich schwarz, braun oder hell. Na gut, machen wir hell. Köpfe. Okay, machen wir was Freundliches vielleicht oder was leicht Seriöses. Das hier sieht ganz cool aus. Wobei die unterscheiden sich alle nicht sehr. Wobei der hier hat einen klein bisschen Bart, ne? Der hier auch? Hat das was mit Bart zu tun? Ne, das sind bloß die Gesichtszüge, ne? Ah, der hat eine ziemlich spitze Nase eigentlich. Ah, der hat so komische Augen. Ah, ne, machen wir den, würde ich sagen. So, wir machen den. Die Frisur, was ist denn das? Achso, das ist die Haarfarbe. Okay, dann machen wir mal so was Dunkles vielleicht, hätte ich gesagt. Was nehmen wir denn da für eine Frisur? Hier so ein Iro. Sieht ein bisschen aus. Ich möchte nicht den Bart haben, wenn dann hier Vollbart. Ne, machen wir mal keinen Bart. So hier vielleicht. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Bruce. Von Bruce Allmächtig. Zum Beispiel. Ja, so eine hochgegelte Frisur. Oder vorne zumindest hoch. Sieht auch ein bisschen Jim Carrey-mäßig aus. Ja, machen wir so. Wie sieht das mit Bart aus? Wollen wir einen Bart machen oder wollen wir keinen Bart machen? Was würdet ihr sagen? Also nur Schnauzer mag ich eigentlich nicht, wenn dann so ein Bart. Machen wir mal keinen Bart. So, Zubehör, können wir eine Brille auswählen? Ne, das machen wir mal nicht. T-Shirts, was gibt's denn hier? Was schönes Blaues. Oh, das sieht seriös aus. Das nehmen wir mal. Hose, nehmen wir vielleicht mal was Kurzes. Klar, warum nicht? Vielleicht können wir dann obenrum doch ein bisschen anders designen. Machen wir es so hier. Wobei, das ist lange. Machen wir was Kurzes, ein kurzes Hemd.
Und die Farbe machen wir mal. Machen wir mal so rot. Ja klar, warum nicht? So orange-rot. Sehen wir fast aus wie Monkey D. Ruffy. So kurze Hosen. Ein Hut. Wir können sogar einen Piratenhut machen. So, hier ist eine Krone. Okay, das sieht ein bisschen blöd aus mit der Krone. Ein Basecap. Aber die Caps sehen alles so aus. Ach, wisst ihr was? Ich mache erstmal die Piratenmütze. Das können wir später noch ändern, haben sie gesagt. So, wir müssen uns ja nicht vollkommen festlegen. Aber wenn wir eine Piratenmütze machen, machen wir auch einen Bart. Ha! So, jetzt haben wir's. Okay, annehmen würde ich sagen. Wuhu! Lege das Hauptquartier des Avatars fest. Das Hauptquartier HQ ist der Ort, an dem andere Spieler deinen Avatar sehen und auf von dir geteilte Parks oder Baupläne zugreifen können. Positioniere deinen Avatar an einer beliebigen Stelle auf dem Globus. Du kannst die Position des Avatars auch später verändern. Kann ich... Ah, den Globus kann ich so... Spiegelt der... Ja, der spiegelt schon die... Spiegelt der die... Karte wieder? Den originalen Globus? Muss ich mich erst noch... Ja, doch, hier. Guck mal, hier ist ja Griechenland, hier unten. Dann ist hier Deutschland, ne? So, ungefähr. Hier müsste Deutschland sein. Platziere ich mich einfach mal hier. Bist du sicher, du kannst die Position später verändern? Jawohl. Platziere ich mich einfach mal da. So. Welcome to Planet Coaster. Der Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt? Muss ich hier draufklicken? Passiert jetzt was? Okay, vielleicht lädt er gerade. Okay, die Welt fängt sich an zu drehen. Ach, hier steht ja... Ach ja, hier unten steht gerade verbinden. Das sehe ich jetzt hier so, wenn ich leicht übers Mikrofon schiele. Verbinden. Okay, der verbindet sich also erstmal. Gut. Kann natürlich sein, dass wir hier jetzt ein paar kleine Schwierigkeiten mit dem Spiel bekommen oder so. Das ist ja noch hier, was ich jetzt anspiele, vor dem eigentlichen Release der Beta am 17. Kann also gut möglich sein, dass hier noch ein bisschen was... Oh, was ist denn hier? Sind das... Ah, das sind alles meine Leute, die ich in meiner Freundesliste habe, oder was? Alle. Ah, nee, das sind alle. Und das sind Freunde. Ach, guck dir mal an. Der Sommer spielt das Spiel auch. Der ist hier oben. Ach, cool. Hi, Herr Sommer. Der hat sich sogar so gestaltet, wie er selber ein bisschen aussieht, wahrscheinlich. Schön leger. Oder nennt man das leger? Oder wie nennt man es? So, spielen, würde ich sagen. Oder kann man hier auch... Na, wir spielen erstmal selber. Start ein neues Spiel im Karriere, Sandbox oder Herausforderungsmodus. Das klingt doch super. So, gut. Karriere. Durchlaufe unseren Karrieremodus, indem du Szenarien mit bestimmten Zielen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließt. Wie weit schaffst du es? Sandbox. Starte einen neuen Park ohne jede Vorgaben und lasse deiner Fantasie freien Lauf. Du kannst ohne Einschränkungen den Park deiner Träume bauen. Wenn, dann würde ich sagen, das hier machen wir. Karriere, ich weiß nicht, bei so einem Spiel können wir vielleicht mal antesten, wenn ihr Bock drauf habt, aber bei so einem Aufbauspiel, schon bei Zoo Tycoon damals, hat man ja angefangen, einfach seinen eigenen Park zu bauen, wie man sich es halt vorstellt, ohne irgendwelche Vorgaben oder sowas. Deshalb würde ich sagen, machen wir später Sandbox. Was ist die Herausforderung? Um in diesem Modus Erfolg zu haben, musst du dein Budget unter Kontrolle halten. Dir werden anfangs nur wenige Optionen zur Verfügung stehen, bis du dir Erweiterungen für deinen Park verdienst. Das klingt eigentlich cool, weil das hier kann man ja alles bauen und ich würde sagen, wenn, dann machen wir das, Herausforderungsmodus. Meine Parks, sieh dir all deine gespeicherten Parks an, aber noch keine Tutorial-Videos, bald verfügbar. Okay, ich hoffe, wenn wir jetzt Herausforderung starten, lernen wir auch ein bisschen, wie dieses Spiel funktioniert. Tropen, Wüste, Graslandschaft, Alpin oder im Laubwald, wo wollen wir unseren Park errichten? Boah, gute Frage. Fange deinen Park mit begrenztem Budget an und baue den Freizeitort deiner Träume. Baue deine sandigen Landschaft an und baue in einer sandigen Landschaft. Fange deinen Park mit begrenztem Budget an und baue in einer stadtgrünen Landschaft. Fange deinen Park mit unbegrenztem Budget an und baue in einer riesigen eisigen Landschaft. Fange deinen Park mit unbegrenztem Budget an und baue den Park deiner Träume in einer üppig bewachsenen Umgebung. Okay, das ist unbegrenztes Budget, unbegrenzt. Das finde ich komisch. Also können wir entweder in der Wüste bauen.
oder in der Graslandschaft oder wir bauen in den Tropen. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal einen Park in den Tropen. Ja, warum denn nicht? Herausforderungspark, so nennen wir das mal. Kelturios Tropical Coaster Resort. Also viel passt gar nicht hin. Dann müssen wir Kelturios Tropical Coaster Land. Genau, so. Mittel, leicht, mittelschwer. Okay, machen wir mal Mittel, neu starten. Du kannst neue Baupläne von Steam Workshop herunterladen. Okay. Wahrscheinlich fertige Parks oder sowas runterladen. Okay, so, wie funktioniert das jetzt? Challenge available, Herausforderung ansehen. Kann man das hin und her schieben? Okay, Herausforderungen, Park-Bewertungsherausforderung. Erreiche einen Bonus von 10 für einen ausgeglichenen Park. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier... Oh, okay, mit den Pfeiltasten steuern... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, wow, auf einmal geht's hier richtig schnell. Okay, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie das funktioniert. Ah, okay, mit Maus, Rad und Maus gedrückt halten, kann ich mich hier ein bisschen fortbewegen. Wo sind wir denn eigentlich da? Wo führt denn das hin? Einfach durch so ein Ding, ne? Durch so eine Landschaft. Okay, das hier scheint sozusagen unser Eingang zu sein. Und wir bauen im Prinzip hier in dieser großen grünen Fläche unseren Freizeitpark. Okay, Gebäudestatistik. Objekte insgesamt 56 Objekte. Zählen die Bäume hier alle mit dazu? Ah, okay, guck mal. Tropenfelsen zählen dazu. Einzelne Palmen zählen dazu. Also man kann hier wirklich anscheinend sehr ausgiebig gestalten, das Ganze. Das ist ein Wassersprenkler. Okay, das ist aber normal. Das zählt nicht so dazu zu den Objekten. Was ist denn das? Servicegebäude im Park, Eingangstor, Verkaufsstatistik 0 und 0 Dollar. Okay, wo steht denn eigentlich die Kohle, die wir haben? Den Cash? Ah, hier Finanzen. Übersicht. Okay, da sind wir drauf. Parkeinsicht, Finanzen. Okay, was das hier alleine sozusagen verdient hat. Meine Parkverwaltung. Eieieiei, jetzt müssen wir uns hier erstmal durchwurscheln. Kelturios Tropical Coaster Land. Okay, Parkstatus geöffnet. Übersicht, Finanzen, Forschung. Was haben wir in Finanzen? 9. März 1. Was heißt es? 9. März 1. Jahr 1 wahrscheinlich. 9. März einfach startet er hier. Fahrgeschäfte und Tickets, bla 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 bla. Park, Barmittel. Wir haben 4000 Dollar also zur Verfügung. Ach, das sehen wir auch hier ganz unten. Monatlicher Profit, nix, aber wir haben 4000 Dollar zur Verfügung. Parkbewertung 2 zurzeit. Zufriedenheit der. Ja, okay, warum sind die zufrieden? Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen Wassergeplätscher haben. Und das war's. Wege, Gebäude, Terrain, Achterbahnen, meine Baupläne. Oioioi. Achterbahnen. Alle. Achso, hier kann man wahrscheinlich selbst Baupläne anlegen. Okay, Achterbahnen. Die Grendel kostet 4.300. Oh, ich habe sie mal angewählt. Oh, wow, 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 wow. Und das seht ihr auch, das Ding ist schon ziemlich groß. Okay, das ist die Grendel. Sieht sehr interessant aus. Und da, ah, okay, guckt mal auch die Füße, wenn man hier drüber fährt. Die verändern sich so, dass sie nicht den Weg kreuzen. Das finde ich ja mal ganz cool gemacht. So, wie kann man das Ganze drehen? Okay, mit der Maustaste kann man nur zoomen. Die Grendel, da geht es ja durch den Turm. Das hier ist auch cool wahrscheinlich. Ne, da kann man bloß die Kamera drehen. Weiß ich nicht, wie man das Ganze drehen kann. Vielleicht mit... Ne, auch nicht. Mal abgesehen davon, dass ich es eh nicht bauen kann. So. The Madness, 3900 El Loco. Die könnten wir zum Beispiel bauen. Das wäre unsere, könnte eine erste Achterbahn sein. Aber ich glaube, wir fangen mal nicht mit Achterbahnen an. 4D Eurofighter, ne? Das sind alles Baupläne, die hier schon im Prinzip fertig sind. Aber man kann sicherlich auch selber was bauen. Custom Looping, hier guckt mal, können wir Loopings machen. Looney Turns, sind das diese...
Junior Wendigo. Junior Dragon. Ach so, das ist jetzt. Das ist das. Wendigo? Was hat das jetzt zu sagen? Wieso kann ich nur die hier auswählen und die dann nicht? Achso, das legt jetzt fest, wie das losgeht im Prinzip, ne? Schienenfahrgeschäfte. Fahrgeschäfte. Was haben wir denn allgemein für Fahrgeschäfte? Insanity. Spaß 4,4. Nervenkitzel 4,5. Was ist das höchste? 5? Oder 10? Ich denke mal 5 ist hier das höchste. So, was ist das für ein Fahrgeschäft? Ach, das geht so hoch und... Okay, da können wir es nicht hinbauen. So, das ist so ein Ding. Ach, das setzt man sich rein und festgeschnallt und dann macht das so Überschläge, ne? Ah, alles klar. Okay, ich verstehe. Was denn jetzt Herausforderung ansehen? Erreiche einen Bonus von 10. Erreiche einen monatlichen Gewinn von $500 aus Achterbahnen. Okay, wieder ein paar Herausforderungen. Ach, die sind hier versteckt. Das sehe ich gar nicht, weil hier meine Deke-Story-Zahl ist. Herausforderungen, Benachrichtigungen. Und was haben wir hier? Hilfe, F1. Okay. Bildnummer steht hier oben. Kann ich das Spiel irgendwie pausieren? Simulationsgeschwindigkeit ändern? Wenn ich Leertaste drücke, passiert nichts. Schnell, langsam. Schnell, langsam. Okay, pausieren kann ich. Ah doch, hier kann ich Pause machen. Pause zum Beispiel. Guckt mal, da läuft nämlich die Zeit nicht und wir können uns getrost überlegen, wie wir das machen. Gäste. So, die fangen wir mal an. Ich würde mal ein bisschen zurückzoomen. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich? Der Park geht von hier. Hier sehen wir so eine leicht graue Linie. Bis hier. Also komplett diese Fläche. Das sieht jetzt am Anfang nicht so groß aus. Vielleicht sind später die Karten auch größer. Aber vielleicht gibt es auch noch nicht so viele Geschäfte, so dass man sagen kann, das reicht. Oh, Boomboat. Wow. Ach du Heiliger. Das ist ziemlich groß. In der Tat. Angepasst. Bauplan. Schienen, Fahrgeschäfte, Achterbahn. Läden und Servicegebäude. Ach. Buzu the Clown. Ist das bloß ein Entrance? Das ist bestimmt bloß ein Eingang, oder? Kann man das sehen? Buzu the Clown? Das ist doch Läden und Servicegeschäfte. Und vor allem, wie kann man die drehen, wenn man es drehen möchte? Ich weiß es gar nicht. Winkel, Ausrichtung. Ah, hier. 15 Grad. 30. 45. Was ändert das jetzt? Nix, oder? Info. Clowns are really popular right now, right? Okay, das ist Dingens. Gut, Imbissstände. Burgerladen. Doof. Ne, eigentlich sollten wir mit irgendeinem Fahrgeschäft anfangen. Szenerie, Gebäude brauchen wir nicht. Fahrgeschäft. Wir brauchen als erstes ein kleines Fahrgeschäft. Wurly Rick. Spaß, Nervenkitzel, Übelkeit. Das hier sieht doch eigentlich ganz cool aus, Leute. Wie kann ich das jetzt drehen? Kann ich das jetzt einfach hier hinstellen und später drehen? Oder Gelände abflachen? Rotation an bestimmten Winkeln ausrichten. 15 Grad. Wie rotiere ich denn das jetzt? Verdammte Axt. Was ist, wenn ich ESC drücke? Nee, wo habe ich denn hier? Optionen. Steht hier irgendwas? Bezüglich der Steuerung. Einstellungen. Steuerung. Maussteuerung. Cursor bewegen. Ja klar. Taste aktivieren. Objekt auswählen. Kameraschwenk ist rechts. Kamera neigen. Kamera neigen. Kamera zoom. Objektplatzierungssteuerung. Da sind wir doch richtig. Objekt platzieren mit Linksklick. Abbrechen. Drehen mit A, Y. Ah, Y und links oder rechts. Okay, das probieren wir mal aus. Fortfahren. Fahrgeschäfte, wir wollten das hier machen, ne? Also Y.